Jochen Kirchhoff, schön, dich hier zu haben. Wie geht es dir? Mir geht's gut und bin gespannt auf unser Gespräch. Ja, schön zu hören. Ich habe mich wirklich sehr auf das heutige Gespräch mit dir gefreut, weil ich finde dich im deutschsprachigen Raum eine der spannendsten Denker der aktuellen Zeit. Also der, der auf Deutsch spricht und auch schreibt. Du beschäftigst dich seit Jahrzehnten, ich glaube mittlerweile seit 40, 50 Jahren, korrigiere mich gerne, wenn es nicht so ist, sehr intensiv mit den spannendsten Fragen, die es überhaupt in diesem Universum gibt. Auch Fragen, die mich in meiner Arbeit sehr faszinieren und begeistern, die mich umtreiben. Magst du gerne mal für all die Leute, die noch nie von dir gehört haben, mit uns teilen, was das für Fragen sind, mit denen du dich beschäftigst und was mich vor allem besonders interessiert ist, wann und wie in deinem Leben sich dieses Interesse für diese Fragen bei dir gezeigt hat. Naja, ich beschäftige mich ganz wesentlich seit über 50 Jahren mit der Mensch-Kosmos-Frage. Und damit ist eine anthropologische Frage, was ist der Mensch, aber auch was ist der Kosmos, was ist das Universum, wie sind wir darin eingehängt, was hat das Universum mit uns und wir mit ihm zu tun. Und diese ganze Wechselwirkungsfrage und letztendlich immer zentral, was der Mensch ist. Also das ist sozusagen die eigentlich brennenden Fragen sind die nach dem Licht, nach der Gravitation, was sind die Gestirne, warum bewegen sie sich, wie bewegen sie sich? Und gibt es andere Lebewesen auf anderen Gestirnen, haben die Kommunikation mit uns oder sind wir allein, was ich nicht glaube, was ich für absurd halte. Aber all diese Fragen beschäftigen mich und die machen das Leben eigentlich auch interessant und spannend. Deswegen ist mir es auch nie langweilig, weil diese Fragen sind so grundlegender Natur, dass ich mir nichts Interessanteres eigentlich vorstellen kann. Insofern mache ich das immer. Und deine andere Frage, also, um das kurz zu sagen, wann das angefangen hat, im Grunde schon mit 12, 13 hat das angefangen bei mir. Also mit 12, 13 fing ich an, mich für Astronomie zu interessieren, Physik, Astronomie. Und als 12-Jähriger, glaube ich, habe ich zu Weihnachten ein Sammelband bekommen, das neue Universum. Und das sind für Schüler, für Jugendliche wurde das so schön aufbereitet und dachte, das sind ja hochinteressante Dinge. Und da bin ich eigentlich nie wieder losgekommen von diesen Fragen. Aber das war, da war ich ein ganz klein, später gab es andere Beeinflüsse, kann ich auch gerne nennen. Auf jeden Fall sind das Themen, die sind so existenziell und essentiell, dass eigentlich jeder damit zu tun hat. Also keiner kann sich sozusagen aus dem Thema rausnehmen oder davon stehlen. Man kann sagen, das interessiert mich nicht, ich habe so viele andere Dinge zu tun, ich bin beschäftigt und muss mein Geld verdienen und so. Trotzdem, jeder ist ja damit irgendwie konfrontiert. Wir sind ja Wesen auf diesem Gestirn, in diesem Kosmos. Insofern interessiert uns das in gewisser Weise alles. Und wir sind, da können wir uns ja nicht rausnehmen, obwohl viele denken, na ja, Herr Kirchhoff, was Sie sagen, ist ja ganz interessant. Ich höre mir das gerne mal an, auch mal schaue mal ein Video von Ihnen. Aber letztendlich, ja, was soll ich damit anfangen? Ja, du hast recht, weil irgendwo, entweder unbewusst oder bewusst, beschäftigen wir uns alle mit der Frage, wer sind wir? Wer sind wir wirklich? Oh, ja. Sind wir dieser Körper hier oder haben wir diesen Körper nur? Was ist tot? Und gibt es vielleicht etwas, was nicht stirbt, weil es nie geboren wurde und deshalb auch gar nicht sterben kann, weil es immer da war? Und was ist der Sinn? Warum sind wir überhaupt hier? Ne? Ich glaube, unbewusst suchen wir alle nach Antworten. Na, Glaube ich unbedingt auch. die Sinnfrage, die du ansprichst, wenn ich kurz das nochmal sagen kann, weil du dieses Stichwort gibst. Die Sinnfrage ist natürlich auch ganz zentral. Ne? Wozu? Warum? Natürlich auch woher und wohin, hängt ja damit zusammen. Jetzt, Vergangenheit, Zukunft. Und was ist der Sinn? Und unsere wunderbare Leibesorganisation, sage ich gerne, ist so unfassbar, dass es eigentlich absurd wäre anzunehmen, dass es ein Würfelspiel des Zufalls sein sollte. Alles spricht eher für das Gegenteil, dass wir also irgendwie in einer Weise organisiert sind, die mit Sinn zu tun hat und dass wir auch sinnvolle Lebewesen sind oder sein können, sagen wir mal. Wir haben die Chance, wir haben das Potenzial, sinnvoll zu leben und auch zu denken. Ob wir es immer nutzen, ist eine andere Frage.
Aber das Potenzial haben wir. Nur meine These. Ja, sehe ich auch so. Jetzt, du schreibst in deinem neuen Buch Kosmos, darüber möchte ich auch gerne heute mit dir sprechen, sehr viel über was aktuell gerade so passiert. Du sprichst von der Weltkrise. Mhm. Kannst du uns da mal mitnehmen? Also wie zeichnet sich diese Weltkrise für dich ab? Wie macht sich das bemerkbar für dich? Die Weltkrise habe ich schon vor 20, 30, 40 Jahren gesehen. Also als die Corona-Krise anfing, war das für mich ein Moment der Verblüffung. Das muss ich zugeben. Da brauchte ich einige Wochen, ehe ich das einigermaßen geordnet hatte. Und dann habe ich gesehen, dass, wie die offizielle Version hier verlautbart wurde, dass es nicht stimmen kann. Und dann habe ich gesehen, okay, warum ist das so? Und dann wusste ich von meiner eigenen langen Forschung sehr schnell, wo fundamentale Fehler sind. Und auch wenn die Politiker das brutal durchgezogen haben, mit Blick auf die Wissenschaft, sich da sozusagen die Stichworte geholt, war mir gleich klar, das kann nicht stimmen. Also insofern hatte ich da einen guten Ansatzpunkt und bin dann doch relativ schnell auf die entscheidenden Schwachstellen gekommen. Und die Weltkrise gibt es ja im Grunde genommen seit Jahrhunderten, spätestens in diesem, sagen wir mal, seit Jahrzehnten mit Hiroshima und Nagasaki, also mit der Atombombe. Hm. Da ist doch eigentlich klar geworden, der Mensch hat die Fähigkeit, alles zu zerstören. Die hatte er ja auch vorher, aber jetzt hat er die totale Zerstörung, der kann die totale Zerstörung realisieren. Warum ist das so? Und das hat auch, dann fragt man natürlich, gibt es da irgendeine Kraft im Menschen, die ihn dazu treibt? Gibt es da sozusagen eine dämonische Macht, die ihn in diese Richtung treibt? Oder ist das eine reine Fiktion? Also kann man das psychologisch erklären und so weiter? Also diese Frage hat mich schon beschäftigt. Also Weltkrise heißt erstmal ganz bescheiden gesagt oder nicht bescheiden, bezogen auf das Gestirn Erde. Eine existenzielle Krise, die so extrem geworden ist, dass wir in der Lage sind, alles Leben auf diesem Planeten auch zu zerstören und wahrscheinlich auch noch das Sonnensystem oder Teile der Galaxis mitzuschädigen. Also das glaube ich auch noch. Aber deswegen Weltkrise. Und diese Weltkrise, das hast du vielleicht auch gesehen, dass manche der Einleitungen dieser Essays ganz immer gleich von dieser Krise spricht. Mhm. Ganz am Anfang sage ich das immer wieder. Haben wir noch eine Chance oder sind wir verloren? Das habe ich schon in dem ersten Essay, der da abgedruckt ist, von 1993 gesagt. Also mich hat das nie gewundert. Es war, dieser Planet war nie ohne Krise. Er war immer in der Krise. Und die Frage stellte sich immer, was bedeutet das? Sind wir irgendwie einem dämonischen Pfad gefolgt? Also hat es der Teufel im Genick, ja? Am Genick, oder jetzt mal bildlich gesprochen oder wie auch immer. Und was hat das mit den Menschen zu tun? Gibt es da eine Grundspannung, die man so oder so entscheiden kann? Diese Fragen haben mich also immer doch sehr beschäftigt. Insofern Weltkrise meint die Corona-Krise. Es meint auch die technokratische Krise. Es meint auch anders nochmal gesagt Technofaschismus und Ökofaschismus und alles zusammen. Und die Sinnlosigkeit, in der sich viele Menschen empfinden, auch die Überforderung. Der normale Mensch heute ist auch total überfordert. Er ist auch vollkommen hilflos. Was ihm eingetrichtert wird durch die Medien, das glauben doch die meisten, nicht alle, aber die meisten. Insofern ist er völlig überfordert. Weil ich appelliere ja immer, ob nun mit Erfolg oder nicht, immer wieder an den Einzelnen sein schöpferisches Potenzial zu finden und zu erfüllen gegen den kollektiven Sog ins Verderben, sage ich mal. Okay, du sprichst vom Technofaschismus. Kannst du uns da mal mitnehmen, was du konkret damit meinst? Technofaschismus heißt also, Faschismus kann man ja auch nicht so genau definieren, das kann man ja nicht ganz genau machen. Aber Technofaschismus, dass die Technik mittlerweile zum Gott geworden ist. Also ich habe schon vor Jahrzehnten gesagt, die Technosphäre ist zur Theosphäre geworden. Das hat ja schon der berühmte Frank Tipler
ein Quantenphysiker 1994 gesagt in seinem Buch Physik der Unsterblichkeit. Er hat das alles vorweggenommen, was heute sozusagen der Mainstream gewissermaßen ist. Great Reset und dieser Transhumanismus hat er alles vorweggenommen. Das ist ja alles auch alt. Mhm. Also Technofaschismus ist, die Technik versklavt den Menschen und macht ihn im Grunde genommen zum Teil der Maschine. Ja, also sozusagen, du hast nicht nur den Chip, der wird dir vielleicht auch eingepflanzt, irgendwann bist du der Chip. Mhm. Du hast ihn nicht nur unter der Haut, sondern du bist selbst der Chip. Und dann die Frage, ja, dann kann man vielleicht in die Unsterblichkeit flüchten und irgendwo kolonisiert man das Weltall und lebt ewig als technisches Etwas. Und dann ist die Frage, was hat das noch mit den Menschen zu tun? Und da sind wir ja wieder bei der Frage nach dem Menschenbild, der Great Reset und alles. Der Transhumanismus, der eliminiert ja eigentlich das, was nach meiner Überzeugung genuin zum Menschen gehört. Das schöpferische Potenzial, was du hast, das ich habe, was im Grunde genommen jeder Mensch hat. Und das wird ja irgendwie ausradiert, weil du musst es gar nicht haben. Es wird für dich gemacht. Du brauchst auch vieles gar nicht, weil es machen andere für dich. Und insofern, aber ich glaube ja an den unbändigen Glauben an das schöpferische Potenzial des Menschen. Und dass er ein hohes Wesen ist, ein geistig-kosmisches Wesen. Und wenn ich da diesen Glauben nicht hätte, gegen alles, was hier läuft, dann würde ich gar keinen Satz schreiben, würde ich kein Video machen, dann würde ich überhaupt nichts dazu zu sagen. Ich habe aber dieses tiefe, also das Wissen eigentlich, das ist mehr als Glauben, das ist das tiefe Wissen, dass es das gibt. Und das hält mich auch aufrecht und das sozusagen bestimmt mein ganzes Leben. Hm. Und wenn ich das nicht hätte, weiß ich nicht, ich könnte gar nicht existieren. Hm. Ich würde da in diesem Bereich dieser Technokratie und Transhumanismus, hast du erwähnt, da gerne auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, weil ich denke, das ist ja das, was jetzt gerade aktuell passiert. Und das ist etwas, was uns alle beschäftigt. Ich meine, wir laufen hier mit dem Mobile Phone rum und ich bin immer wieder erstaunlich, wie abhängig wir auch von dieser Technik sind. Ich meine, ich sage jetzt, ich bin nicht komplett gegen Technologie. Ich sage immer, alles hat sein Licht und hat seinen Schatten. Ja. Die Frage ist, was machen wir natürlich damit? Wie nutzen wir das? Aber dass Mensch und Maschine so ein bisschen miteinander verschmilzt, also wie du es gesagt hast, dass irgendwann der Chip im Körper ist oder wir zum Chip werden. Also ich sehe diese Tendenz schon auch, die ist da, oder? Mhm. Kann man nicht einfach wegleugnen. Und das ist auch etwas, was mich beschäftigt. Aber vielleicht, bevor wir dort reingehen, würde mich noch interessieren, was hat denn die Wissenschaft damit zu tun? Weil du sprichst ja auch davon, dass die Wissenschaft zu einer Art neuen Religion geworden ist. Ja, genau. Und wie hängt das vielleicht zusammen? Ja, die Wissenschaft ist zu einer Religion geworden, nachdem das Christentum weitgehend erstmal abgewirtschaftet hatte und alle religiösen Glaubenssysteme. War es naheliegend, dass die sich etablierende Naturwissenschaft und so weiter, dass die sich ganz stark darauf bezog, dass sie auch Dogmen aufstellte und letztlich die dogmatische Schiene des Religiösen weiterverfolgte. Es ist ja fast banal heute zu sagen, dass die Wissenschaft zur Religion geworden ist. Das ist ja schon vor 50 Jahren gesagt worden oder 30, 40 Jahren. Das ist eigentlich im Grunde banal. Aber dann muss man im Moment noch mal blicken, was ist Wissenschaft? Genau. Das habe ich ja auch mehrfach gesagt. Die Menschen machen sich nicht klar, was Wissenschaft ist. Wissenschaft, die sie entstanden ist, eigentlich schon in der Antike, aber dann in der Neuzeit, spätestens seit dem 16., 17. Jahrhundert, hat mit Leben nie etwas zu tun gehabt. Es ging nie um Leben. Es ging immer um eine abstrakte Mathematisierung von Phänomenen, von Dingen. Die Welt wurde als Dingwelt bezeichnet. Was du denkst, wie du fühlst, wie du Farben empfindest, Emotionen und so weiter, das wurde ausgeklammert. Das ist eine Privatangelegenheit. Das heißt, wurde sozusagen die Schizophrenie des Menschen, der jeder Wissenschaftler steckt, sieht ja so aus,
was er als Privatmensch ist, interessiert überhaupt gar nicht. Ob er durch Wald und Flur streift, ob er am Wochenende seinen Tantra-Workshop macht, ist vollkommen egal. Er muss in bestimmten abstrakten Prinzipien denken und wirken. Und das hat ja die Technik überhaupt ermöglicht. Das ist ja keine Frage. Und irgendwann kam er natürlich darauf, auch den ganzen Kosmos genauso zu betrachten. Was aber Irrsinn ist. Denn er hat sich selber, ging das immer die Subjektblindheit der Naturwissenschaft, er hat sich selber immer ausgeklammert. Man müsste ja eigentlich immer sagen, wovon gehe ich eigentlich aus? Ich könnte ja auch vom Bewusstsein ausgehen, vom lebendigen, ganzheitlichen Menschen ausgehen und letztlich das Materielle nie außen vor lassen, aber noch nicht als die prima causa bezeichnen. Warum soll es die prima causa, also die eigentliche Ursache sein? Das ist überhaupt nicht sicher. Also Wissenschaft hat mit Leben, mit Lebendigsein, mit Bewusstsein in diesem Sinne eigentlich gar nichts zu tun. Wer das glaubt, der irrt. Auch die Biologie, wie sie sich entwickelt hat, mit ganz wenigen Ausnahmen, das gab es im Teil noch im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, gab es noch einzelne Biologen, die das noch anders gesehen haben. Es gab auch Naturwissenschaftler und Kosmologen, die noch einen anderen Blick hatten. Großes Beispiel für mich, Giordano Bruno, ja, 16. Jahrhundert, den die Kirche umgebracht hat, nach langer Kerkerhaft, oder einen vor 50 Jahren verstorbenen Philosophen, den ich auch immer wieder erwähne, einen gewissen Helmut Friedrich Krause, den kaum einer kennt, aber der auch sehr wichtig ist. Es gab Einzelne, die tatsächlich die Tür aufgemacht haben zu einem lebendigen Kosmos. Die gab es. Und ich gehöre irgendwie auch in diese Richtung hinein. Und diese Möglichkeit hat es immer gegeben. Diese Tür ist nicht verriegelt und verrammelt. Diese Tür ist auf. Und sozusagen, ich sage mal ein bisschen poetisch, in deiner Brust kann sich die Tür öffnen. Und in deinem Geist kann sich die Tür öffnen. Das ist einfach nicht so, dass das alles zugemauert ist. Wir sind nicht ummauert. Wir haben uns selber ummauert. Wir haben uns selber total blockiert gegen alles Lebendige und müssen uns nicht wundern, wenn es irgendwann alles um die Ohren fliegt, wenn es alles zerstört wird. Mhm. Ja, also das ist nochmal ganz klar. Wissenschaft ist ein Projekt gewesen, das letztendlich auf Weltbemächtigung, auf Weltbeherrschung, auf Macht basiert. Ja, das heißt nicht, dass man die Technik, das würde ich auch nicht tun, diabolisiert oder dämonisiert. Ich bin überhaupt kein Technikfeind in dem Sinne, dass ich Technik generell dämonisiere. Das ist einfach Quatsch. Das ist so Unfug. Das würde ich auch nicht tun. Aber es gibt eine Megatechnik, eine überzogene Technik, die irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo sie den Menschen versklavt. Und das ist eine ganz heikle Zone. Wo ist das passiert? Wo ist das noch okay und wo ist nicht mehr okay? Kann ich auch nicht in letzter Sicherheit sagen. Behaupte ich auch gar nicht. Da bin ich auch unsicher mit der Technik. Weiß ich nicht. Was ist noch okay, was ist nicht mehr okay? Ja, ist krass, oder? Ich meine, ja, also da bin ich auch überfordert. Ich maße mir nicht an, dass ich das alles ganz genau unterscheiden könnte. Mhm. Aber ich weiß, was Wissenschaft ist. Ich weiß, was Technik ist. Und ich weiß, glaube zu wissen, wie immer, was der Mensch ist. Dass der Mensch eben ein tiefes, spirituelles Wesen auch ist. Auch geistig, spirituell. Kosmisch, geistig, und dieses Potenzial darf nie verloren gehen, weil ich finde, dass der Kosmos, das Universum oder das Sonnensystem, wie auch immer, wo auch immer, braucht den Menschen. Überall ist Leben, überall ist auch hoch organisiertes Leben. Und du sprichst von einem lebendigen Kosmos. Ne? Also, sehe ich auch so. Ich sehe, es gibt keinen Platz in diesem gesamten Universum, Kosmos, der nicht lebendig ist. So, ja, es ist gar keinen Sinn. Wir leben in einem lebendigen Universum, in einem bewusstseinserfüllten Universum und wir sind ständig in Kontakt auch. Also meine Grundüberzeugung und in gewisser Weise auch meine Erfahrung ist, dass ich bin nie isoliert. Ich bin also, wenn ich auch am Schreibtisch sitze, dann habe ich oft das Gefühl, ich bin sozusagen eine Schale, eine Halbkugel von Bewusstsein ist über mich gestülpt und irgendwann schießen die Kometen ja auch zu mir in mein Bewusstsein. Ich habe dieses Lebendigkeitsgefühl, nicht nur bei Pflanzen und Tieren, auch sonst, auch wenn ich in den Sternenhimmel blicke. Das kennen ja viele Menschen, die, was weiß ich, in irgendeiner
reist an einen Ort, wo man noch den Stern immer richtig wunderbar sehen kann. Ja, viele Menschen sind erschüttert. Ja, dann sitzt man, ich kenne das oft genug, man irgendwie in Griechenland, man sitzt am Strand, da kommen Gespräche auf. Ja, ach, es ist doch wunderbar. Ja, aber es sind doch alles nur glühende Gaskugel, da ist ein Newton und Einstein, alles, was sie sich angelesen haben, die Leute. Ne? Die meisten, die die Naturwissenschaft rezipieren, das wirst du auch wissen, haben in der Substanz eigentlich gar keine Ahnung von den Naturwissenschaften. Das heißt, sie können auch die Kritik nicht verstehen, die daran geäußert werden kann. Deswegen, kurze Bemerkung noch dazu, habe ich ja in meinen Videos immer den Versuch gemacht, auch in den Büchern, das Herrschende abzuleiten und plausibel zu machen und dann die Kritik einzusetzen. Weil wenn ich bestimmte Dinge kritisch beleuchte, viele wissen ja gar nicht, worum es geht. Die haben auch gar keine Ahnung. Zum Beispiel Gravitation. Ist Gravitation unendlich schnell oder hat sie eine Geschwindigkeit? Warum durchdringt sie die Materie? Ja, wenn sie die Materie durchdringen, ist sie vielleicht eine wellenlose Strahlung. Ist ja unglaublich, wie kommt das? Und diese Fragen, ja. Und für die meisten ist das alles so irgendwie schon so runtergewirtschaftet. Die Leute, du hast vom Smartphone gesprochen oder hast es gezeigt nochmal. Die Leute bedienen ihr Smartphone, aber sie machen sich überhaupt gar nicht klar, was da alles für Voraussetzungen drinstecken, dass das überhaupt geht. Was ist das Feld? Was transportiert eigentlich diese Wellen? Und diese Fragen sind hochinteressant und denen kann man nachgehen und kommt da zu interessanten Ergebnissen, die nicht unbedingt die der Mainstream-Physik sind, denn diese Fragen sind mehr oder weniger aufgesteckt worden. Und die meisten Menschen denken keine Sekunde darüber nach. Wenn einer einen anderen anruft über sein Smartphone, ja, ohne dass eine Drahtverbindung ist, er denkt keine Sekunde daran, wie das überhaupt möglich ist. Das ist doch eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Also, absolut. Ja, und was steckt dem, was ist dahinter? Das Fragen, die mich brennend interessieren. Ich bin auch ein Wissenschaftskritiker, ein scharfer Wissenschaftskritiker, aber auch ein Wissenschaftshistoriker. Ich kenne die Geschichte der Wissenschaft recht gut. Weißt du, das habe ich ja auch in dem Buch hier, Kosmos, was ja hoffentlich in Kürze erscheint, in den nächsten Tagen, würde ich mal sagen, dass das auch tatsächlich. Ich kenne die Physikgeschichte, ich kenne die Geschichte der Wissenschaft. Sonst würde ich das gar nicht machen können. Und ich weiß genau, wo die Schwachstellen sind. Ich kann die Schwachstellen alle ganz genau benennen. Mhm. Und setze auch da an. Und viele sagen, ja, der Kircher, was behauptet der denn alles? Woher weiß der das und so? Ja, das kann man dann aber auch bis zu einem gewissen Grad plausibel machen. Also ich bin Wissenschaftskritiker, ich bin Wissenschaftshistoriker und auch Philosoph in dem Sinne, dass ich auch die Ganzheit des Menschen, das Spirituelle, mitbedenke. Also ich versuche, sage ich mal ein bisschen plakativ, eine Einheit von Historiker, von Wissenschaftskritiker, von auch Naturwissenschaftlern gewisserweise und spirituellen Menschen in einer Person zu sein. Das zusammenzubringen, das Innen und Außen, individuell, kollektiv, alles so ein bisschen zusammenzubringen. Genau, also das zusammenzubringen. Versuche ich. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Aber letztens mein Ziel, ich will der Repräsentant sein, der zeigt, dass es möglich ist. Sozusagen, ich kann mich nicht orientieren an dem und jenem in diesem Sinne, sondern ich muss es selber zeigen. Letztendlich muss man es hier immer selber machen. Du musst dir ja nicht erzählen, du kannst es nicht für einen anderen machen, du musst es selber machen. Alles, was wichtig ist, kannst du nur selber machen. Ja, das stimmt. Also, es ist so wichtig, was du sagst, weil, also um das jetzt ganz platt nochmal so kurz zusammenzufassen, so die Wissenschaft hat sich verloren im Außen, berücksichtigt aber nicht, dass es da auch einen inneren Raum gibt. Ja, wir haben den äußeren Raum, wir haben einen inneren Raum und ich würde sogar so weit gehen, da gibt es noch einen viel tieferen Raum, in dem das Innen und das Außen entsteht. Ja. Das ist meine Erfahrung. Aber die Wissenschaft hat sich so ein bisschen in diesem äußeren Raum verloren und vergisst die anderen Räume. Und was aber wichtig wäre, wenn wir die Wissenschaft jetzt weiterentwickeln wollen würden, dass man das so ein bisschen so zusammenbringt. Weil ich denke, die Wissenschaft hat ja auch einen enormen Wert in unsere Gesellschaft gebracht. So, wir sind weggekommen von diesem magisch-mythischen Denken, die Kirche, das ist die Wahrheit, die Bibel, das ist es, ja. Sondern die Wissenschaft hat uns ja auch ermächtigt,
rational über Dinge nachzudenken, analytisch vorzugehen. Das heißt, die hat ja schon auch einen ganz klaren Wert, aber so wie ich dich höre, hat sie sich ein bisschen verloren und geht reduktionistisch vor. Ist das richtig? Ja, sie geht radikal reduktionistisch vor. Also Reduktion, Reduktion ist ja die Zurückführung, Reduktionismus zum Beispiel in der Physik auf immer kleinere Teilchen. Auf immer kleiner. Und das wird in mathematische Formeln gepackt oder es werden wie im CERN, ja, werden dann Teilchen aufeinander geschossen. Und dann will man angeblich, dann hat man dann alles Mögliche gefunden, was aber ganz schwierig ist, was auch ganz scharf kritisiert werden kann. Also die Wissenschaft, das heißt auch nicht, dass ich die Wissenschaft im Grund und Boden verdamme, aber man muss einfach sehen, dass da eine Fehlentwicklung vorgenommen wurde. Und es ist nicht zu leugnen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann wird uns diese Wissenschaft und auch die Technik zugrunde richten. Das ist dann der berühmte Technofaschismus, der dann Platz greifen wird. Und dann ist wirklich die Technosphäre, ist dann die Theosphäre, ist dann zum Gott geworden. Das sehe ich. Ja. Das kann ich sehen. Machst du täglich dann deine Unterwürfungen. Im tibetischen Buddhismus gibt es diese Niederwerfungen. Und ich sage oft, der moderne technische Mensch macht jeden Tag ständig seine Niederwerfungen. Denn da letztlich hat er das Gefühl, er muss sich da niederwerfen und er macht sich klein. Und das ist auch, der Mensch wird durch die Technik klein und der Transhumanismus, der setzt da noch eins drauf. Der macht dich eigentlich nicht nur klein, er tötet dich in gewisser Weise als lebendiges Subjekt, macht dich zum Anhängsel, KI, künstliche Intelligenz und so, eines Ganzen, einer Maschine. Du wirst zum Teil eine Maschine, das ist ja nur alles bekannt und heiß diskutiert und so weiter. Und angeblich soll dann diese Superintelligence dann den Menschen übertreffen in seinen Fähigkeiten, was ich nicht glaube. Also das ist eine pure Behauptung. Aber diese pure Behauptung ist auch eine Utopie und auch ein Attraktor. Die Menschen lassen sich gerne da mitziehen. Ja, wunderbar, wenn das alles möglich ist, ist doch fantastisch. Ja. Aber das glaube ich alles nicht. Für mich ist es der Weg ins Unheil. Aber ich habe ja auch, Patrick, ich habe ja auch Alternativen aufgezeigt, auch in den Büchern und Videos und so weiter. Ich kritisiere ja nicht nur. Ich sage ja auch ganz klar und deutlich, wo ich Alternativen sehe. Ja, ich sage ja auch nicht, der Mensch ist irgendwie missraten hier und so, sondern ich versuche ja auch aufzuzeigen, wo er eben nicht missraten ist. Und ich versuche aufzuzeigen, wie man die Welt anders sehen kann. Ich zeige ja Alternativen. Ich bin ja nicht nur ein Kritiker, der irgendwie, sagen wir, rummäkelt und an dem, was da alles schiefläuft. Ja, ist wichtig. Das hört man ja oft, das elendige Rumreden über diese Dinge. Aber eine Alternative zu bieten, die was Lebendiges hat, was Lebbares auch hat. Ja? Wo der Einzelne auch ein Strom aufzeigen, wo der Einzelne auch einsteigen kann. Und, Patrick, wenn ich es noch sagen darf, das versuche ich nicht dogmatisch zu machen, das meine ich auch nicht, sondern ich mache Horizonte auf. Ich sage, das sind Denkhorizonte. Ich versuche den Einzelnen, der meine Bücher liest, der Videos sieht und so weiter, versuche ihn sozusagen an das Potenzial des Mitdenkens zu appellieren. Du musst dir nicht alles bieten lassen, von mir auch nicht. Ja, Jochen Kircher ist kein Guru und will auch gar nicht sein, sondern ich will den Einzelnen in diesen öffnenden Denkhorizonten einfach ermuntern, selber zu denken. Ja, einfach auch selber denken. Der Mensch ist auch ein denkendes Wesen. Und er kann auch selber denken, ohne nun intellektuell ewig in sich selbst zu kreisen, was ja auch ein Irrsinn ist. Da bist du auch verrückt dabei. Aber du bist ein denkendes Wesen. Du bist aber auch ein liebendes Wesen, ein verstehendes Wesen. Und du bist doch ein Wesen, was spirituell ist. Und ohne die Spiritualität kann ich mir Leben auch gar nicht vorstellen. Ja, also der Mensch hat eine tiefe spirituelle Anlage in sich und hat auch den, ich sage es nochmal, hat auch die Tür in sich. Ja, ich wiederhole das nochmal. Das ist nicht zugemauert.
da ist keine Stahltür, sondern das kann aufgemacht werden. Mhm. Ja? Und also das, anders geht es gar nicht. Und da ist der Mensch aufgerufen, das kann man nicht von einem anderen übernehmen und das nachplappern, sondern letztendlich bist immer du derjenige, der es machen müsste oder eben nicht macht. Und du kannst nicht nachahmen, du kannst auch nicht der Follower sein. Du bist der Follower und der ist so toll, den will ich, da werfe ich mich für nieder. Das bringt es auch nicht. Viele Menschen sagen mir in so einem Zusammenhang, habe ich immer wieder gehört, da kriege ich auch das überfordert mich einfach. Was sie da sagen, das ist eine totale Überforderung. Wie soll ich denn das machen? Das kann ich gar nicht. Da sage ich, ja gut, mag es eine Überforderung sein, aber trotzdem ist es doch ein Potenzial. Versuch es doch. Warum willst du dich selber klein machen? Du musst dich doch nicht klein machen. Du musst doch nicht alles erzählen lassen. Und die Menschen haben, das ist doch heute eine deprimierende Erfahrung, das weißt du doch genauso wie ich, auch in der Corona-Krise und so, was die Menschen sich alles sagen lassen und auch hinnehmen und wie sie ergeben, das alles machen, ist für mich schwindelerregend. Ich bin eigentlich schockiert darüber, dass man den fast, manchmal sage ich auch ein bisschen übertrieben, vielleicht auch ein bisschen zynisch, ja, den Menschen kann man alles erzählen. Ja, schön, Gustav Le Bon, Psychologie der Massen, hat es ja auch gezeigt, wenn man es geschickt genug macht, kannst du die Menschen zu fast allem bringen. Du musst es nur plausibel machen. Hm. Und das ist auch ein deprimierendes Zeugnis eigentlich über den Menschen. Aber das Potenzial bleibt doch. Und da mag der Einzelne sich überfordert fühlen, aber sonst so wird er unterfordert. Der wird eigentlich klein gemacht und im Grunde genommen annihiliert. Er wird zu einer Ameise, zu einer auch einer geistigen Ameise. Und es ist einfach deprimierend. Ich finde es einfach furchtbar. Wenn ich in der S-Bahn sitze, als Nicht-Autofahrer oder so, gucke dann um mich und so, denke, was geht in den Menschen vor? Und gut, sie sind alle beschäftigt und sie müssen Geld verdienen und sie haben Kinder, sie haben Eheprobleme und was weiß ich alles. Ich bin nicht derjenige, der sich darüber erhebt, von oben herab, die aburteilt, sondern das weiß ich doch alles. Ich lebe doch in dieser Welt, ich weiß doch, was läuft. Trotzdem gibt es da eben einen Funken im Einzelnen. Und den kann man anzünden und sozusagen, und da kann man anknüpfen und dann tut sich auch was auf. Daran appelliere ich. Ich appelliere an das schöpferische Potenzial im Menschen und auch an sein Denken. Ich versuche ja auch in meinen Videos, die Menschen zum Denken zu bringen. Denk doch mal darüber nach, kann das stimmen? Gibt es vielleicht Alternativen? Ich zeige dir Alternativen. Ich kann dir sagen, wie ich das sehen würde. Oder du musst ja nicht sagen, der Kirchhoff hat unbedingt recht. Das kann ich auch gar nicht einfordern. Ja? Man hat ja keine Sekte oder bin auch in keiner Akademie hier hoch eingehängt. Ach ja, ja, als das bin ich ja nicht. Sondern ich bin als einzelner Denker und Philosoph seit Jahrzehnten auf einer gewissen Spur und versuche, diese Spur lebendig zu vermitteln. Über Bücher, über damals lange Zeit ja an der Universität auch, Humboldt-Universität. Ja. Ja. Ja, es sind ein paar tolle Videos auch von dir online auf deinem YouTube-Kanal von der Universität noch damals. Es sind ein paar gute Videos auch von dir online auf deinem YouTube-Kanal. Ja, ich habe ja auch von der Universität. Ja, ich habe ja auch in der Humboldt-Universität 11 Jahre gelehrt. Und zig Vorlesungen gehalten und viele sind mitgeschnitten worden. Hm. Auch als Audio-Mitschnitt. Ne? Und da weiß man ja auch, was ich gemacht habe. Und das habe ich eben auch gemacht, um die Menschen irgendwie aufzurütteln. Obwohl es immer wieder Situationen auch im Hörsaal gab, wo ich das gesehen habe, dass die Menschen auch manchmal denken, sie hören nicht richtig. Hm. Weil ja, so ist es in der ehrwürdigen Universität. Da gehe ich dann so in meinen Hörsaal, das weiß ich noch. Da sehe ich die Bilder, dass da Einstein, dass da Planck und so weiter. Und dann gehe ich daran vorbei und dann komme ich in meinen Hörsaal und dann sage ich, gebe ich eine Gegenprogramm, mache ich dann. Und das ging. Es war möglich. Es ist vielleicht heute nicht mehr möglich, aber damals, in den 90er Jahren und frühen 2000er Jahren, war es noch möglich für mich. Ja. Also, was ich definitiv so sehe, ist, dass dieser technische Faschismus, so wie du ihn nennst,
eine Konsequenz ist von der reduktionistischen Wissenschaft, dass sie sich so ein bisschen verloren hat. Das heißt, mir stellt sich da die Frage, wie ist es dann möglich, die Wissenschaft weiterzuentwickeln? Ist es überhaupt möglich und wie würde so eine weiterentwickelte Wissenschaft aussehen? Ich glaube, dass Weiterentwicklung ist nur ein Aspekt dabei. Eine Weiterentwicklung im eigentlichen Sinne bei diesem desaströsen Pfad kann es eigentlich nicht geben. Man muss manches auch zurücknehmen. Also es ist auch ein Stück weit innehalten und zurücknehmen. Also wenn Goethe sagt, redet von anschauendem Denken und denkender Anschauung. Und das ist auch bei jeder Pflanze, ja, denkende Anschauung, anschauendes Denken. Das kann man nicht mit der Technik machen. Es gibt auch unmittelbaren Kontakt mit der Weltwirklichkeit, der lebendigen, physisch-sinnlichen, aber auch der hörsinnlichen. Ja, hörsinnlich und auch übersinnlich und so weiter. Das geht nur über innere Organe. Und die müssen weiterentwickelt werden. Und die Technik kann einem helfen, bestimmte Dinge zu erleichtern. Fakt ist aber, dass es nicht tut und dass eine Weiterentwicklung der hier üblichen Wissenschaft kaum möglich ist. Also ich habe ja auch mit Physikern und allen möglichen Leuten diskutiert. Ich habe das ja alles gemacht. Und ich weiß ja, wie das läuft. Ich habe ja auf Podien gesessen, auch hier so ein spektakuläres Urknallpodium vor 22 Jahren hier in Berlin. Und da habe ich mich ja eingemischt und habe dagegen gesprochen und so weiter. Also ich habe es gemacht, was ich konnte. Aber ich weiß natürlich ganz genau, dass der Philosoph, wenn er auftritt, darf ich das noch kurz sagen, der Philosoph, wenn er auftritt, immer ist er irgendwie, gilt er als der Mann fürs Schöngeistige. Ach, natürlich auch, ja, so interessant. Okay, also reden Sie mal. Als ob man nichts zu sagen hätte. Und dann die Überraschung, was ich auch erlebt habe mit Physikern und so weiter, wenn dieser Jochen Kirchhoff dann plötzlich gar nicht der Schöngeist ist, und plötzlich geht er ganz in die knallharten, heißen Punkte rein. Die Fakten, ja. Ja, stimmt das überhaupt mit dem Urknall? Was ist denn überhaupt die Evidenz dafür? Ist das überhaupt bewiesen? Kann das überhaupt bewiesen werden? Was ich sage, das kann es gar nicht. Insofern, da muss man eben auch dann so beschlagen sein, dass man das mitdenken kann und weiterdenken kann. Also insofern Weiterentwicklung der Wissenschaft nur mit gewissen Einschränkungen. Manches muss man auch schlicht lassen. Und ich glaube ja auch, weißt du, Patrick, letztendlich an einer Kulturrevolution. Ja. Ich habe den Augenblick, also wenn ich der Auffassung wäre, dass die Dinge sowieso alle so weiterlaufen, wie sie jetzt laufen, dann muss ich nicht antreten. Ich glaube immer noch an eine sozusagen kosmisch induzierte Kulturrevolution, ein Aufwachprozess, wie man so schön sagt, ja, ein Aufwachprozess, wo tatsächlich eine bestimmte Zahl von Menschen aufwachen und dann irgendetwas sich ändert, auch eine Transformation passiert. Und diese ganzen Ideen sind mir sehr nah. Und das ohne diese Perspektive würde ich auch die Flinte ins Korn werfen. Denn ich glaube an ein, sozusagen, da ist noch was da. Und wir sind sozusagen auch als Menschen auf diesem Planeten sozusagen, wir stehen in Kontakt, habe ich ja vorhin schon gesagt, in Kontakt mit Wesen auf anderen Gestirnen, die uns auch helfen. Und wir sind in Kontakt. Und es muss möglich sein, da eine Formation zu finden, die tatsächlich dann auch das Ärgste abwendet. Aber das kann man nicht in schnelle Formeln bringen. Und wenn man es dann versucht zu konkretisieren, ganz genau sein will, landet man sehr schnell in so einer Art Utopie, die dann auch ganz schnell so merkwürdig wirkt und zum Teil auch dann leicht ins Sektiererhafte gehen kann. Ne? Da muss man aufpassen, weil das meine ich alles gar nicht. Ne? Ich kenne ja auch die vielen Vorstellungen, die es gibt und habe ja auch manchen Film auch gesehen, der in diese Richtung geht und denke immer, so geht es eigentlich gar nicht. Es gibt da gute Filme, wie der erste Teil Matrix, der ist wirklich gut. Ne? Ja, ja. Der war schon nicht mehr so gut, aber der erste Teil ist wirklich gut. Ja. Also ich glaube letztendlich an eine kosmisch induzierte Revolution
in gewisser Weise eine metaphysische Revolution. Mhm. Und noch eins draufgesetzt, dazu rufe ich eigentlich auf. Ich rufe eigentlich auf. Metaphysische Revolution. Und da muss kein Blut fließen, da müssen keine Barrikaden errichtet werden. Das ist ein Appell an das menschliche Potenzial. Ja, und da muss auch nicht der Kirchhof so jubelig werden. Das ist vollkommen uninteressant. Sondern es geht um das, was der Einzelne selber sein könnte, was auch in ihm drin ist. Das haben wir ja schon gesagt, mehrfach. Ja, ja. Ja, ich kann das sehen. So wie du es jetzt noch mal so in den Raum reinbringst, kann ich sehen, dass die Wissenschaft sich ja nur bis zu einem gewissen Punkt vielleicht weiterentwickeln kann und das war es dann. Und da muss etwas völlig Neues entstehen. Das ist ja wie damals mit den Religionen, oder ich hoffe bis heute noch, dass sich die Kirche weiterentwickelt, das Christentum, der Islam. Und ja, es kann ja auch sein, dass sie sich wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen weiterentwickeln, aber die haben ja die ganzen Leute. Und hätten Zugang zu vielen Leuten. Und wenn die sich also wirklich weiterentwickeln würden, das wäre natürlich geil. Da würde ich ein Riesenpotenzial drin sehen, wenn sie so eine postreligiöse Spiritualität so mehr in diesen Bereich reingehen. Und darum, ja, ich sehe das auch so. Also die Wissenschaft irgendwo ist gedeckelt, ist fertig und da muss etwas völlig Neues entstehen. In dieser Revolution, in dieser metaphysischen Revolution, wie du es nennst. Und ich glaube auch, dass das passiert. Ich glaube, das passiert ist. Ich kann das sehen. Was ich aber auch parallel sehen kann, ist, dass wir immer mehr und mehr uns auch in diese Technik verlieren und in diesen Transhumanismus reinkommen. Mhm. Und da ist meine Frage, das treibt mich wirklich um. Weil wenn wir jetzt mal in das Universum schauen, in den Kosmos, dann können wir zumindest sagen, dass mit der Komplexität der Materie auch eine Komplexität des Bewusstseins einhergeht. Also ich sage jetzt mal, ein Molekül ist von der Materie her komplexer als ein Atom und es ist auch von seinem Innenraum komplexer, weil es kann mehr Reize verarbeiten. Oder man kann auch sagen, ein Käfer ist von der Komplexität her sicher um einiges komplexer als eine Pflanze. Und der Innenraum, das Bewusstsein des Käfers ist komplexer, oder wenn wir Tiere, Menschen anschauen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir das mal weiterspinnen, da kommt die Technologie und der Mensch und das kommt so zusammen. Mhm. Und vielleicht haben wir irgendwann mal so Chips in unserem Gehirn, dann könnte man ja eigentlich sagen, dass die Materie durch das komplexer geworden ist. Und mit der Komplexität der Materie kommt wieder mit einher die Komplexität unseres Bewusstseins, des Innenraums. Also könnte es dann sein, dass es vielleicht einfach eine ganz normale evolutionäre Entwicklung ist, dass Technik mit Mensch verschmilzt. Oder das ist halt so, ich weiß es nicht, aber es ist, ich will mir das einfach irgendwo offen halten, dass es auch so sein könnte. Und das wäre natürlich, also wenn wir jetzt das weiterspinnen würden, das wäre natürlich crazy, weil wenn wir durch das mehr in den transrationalen Bereich kommen würden, mehr in den transpersonalen Bereich durch diese Technologie, indem wir, wenn wir zum Beispiel mit dieser Technologie eben verbunden sind, dass wir dann merken, oh krass, wir sind nicht nur dieser Körper, sondern diese Grenze zwischen innen und außen, die löst sich vielleicht langsam ein bisschen auf, diese Grenze von mir und dir, von einem Individuum und einem Kollektiv, das geht so alles so ein bisschen einher, das wird so ein bisschen subtiler. Also es ist einfach etwas, was ich mir vorstellen könnte, aber wo ich auch sage, hey, müssen wir super vorsichtig sein, weil es könnte eben auch genau nicht so sein. Es könnte auch in die vollständige Zerstörung hinein kommen. Du schreibst ja auch in deinem Buch von der Lebensfeindlichkeit. Mhm. Die Frage ist, würde ich dir auch noch gerne stellen, ich weiß nicht, wie viel Raum und Zeit wir noch haben, aber diese Lebensfeindlichkeit, was ist denn das überhaupt für dich? Ist es das Böse für dich? Ist es das Unbewusste für dich? Gehört das alles zusammen? Aber das sind so Gedanken, mit denen ich mich beschäftige, die mich umtreiben, wo ich mich noch nicht wirklich ganz klar positionieren. Ich sage einfach, hey, da ist eine Gefahr, ist ein Potenzial, aber es ist natürlich krass, oder? Ja, ich kann sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Du willst dich da nicht in einer Weise positionieren, weil du immer noch Entwicklungspotenziale siehst, Evolutionspotenziale,
die möchte nicht abschneiden, sozusagen. Ja, wie Evolution bedeutet ja auch immer, dass wir uns auf eine nächsthöhere Bewusstseinsebene bewegen, und dann passieren, dann gibt es irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Probleme, die wir nicht lösen können mit dem Bewusstsein. Und dann passiert es, dass wir uns über das bestehende Bewusstsein hinaus bewegen, wir transzendieren es, und dann haben wir wieder die Lösung zur Verfügung, die wir auf der runterliegenden Bewusstseinsebene nicht gehabt haben. Mir ist das alles bestens bekannt. Ich habe auch gründlich Ken Wilber studiert. Ich habe bestimmt 10 Bücher von ihm gelesen, auf Englisch und so. Ich kenne Ken Wilber gut. Und ja, diese Gedanken sind mir sehr nah und mit denen habe ich mich auch beschäftigt. Obwohl ich beim Ken, das kann ich verstehen, vom Rationalen zum Transrationalen. Ne? Das, obwohl, natürlich, wenn nicht auf der auf der rationalen Ebene bereits das so desaströs ist, dass da nichts mehr zu machen ist. Ich kenne ja die Thesen von Wilber, die sind mir bestens bekannt. Und es hat aber leicht, sagen wir mal, bei Ken Wilber so ein bisschen Schematismus, der vielleicht auch drin liegt, in so einem Modell da, in solchen Schichtenmodell. Ja, klar. Und das habe ich immer versucht zu vermeiden. Also auch man kann es ganz leicht machen, das macht er ja auch, indem er ganz bestimmte Schichtenmodelle visualisiert, also sozusagen sinnlich macht. Ja, das Spiral Dynamics zum Beispiel. So, oder bist du dann? Ja, oder Spiral Dynamics von Claire Graves. Ja, also, das ist auch ein spannendes Modell. Ne? Ja, Spiral Dynamics, ja klar. Und ich habe dann oft genug bei Wilber Leuten, die dann sagen, ja, eigentlich bin ich vielleicht hier unten. Ja, und dann das wird irgendwie dann mechanistisch. Ich bin auch... Sehe ich, ja. Also, ich habe ja 2004, glaube ich, habe ich auf dem Wilber-Kongress in Bremen einen Vortrag gehalten und auch ein Seminar anschließend gemacht. Da ging es um, mein Thema war, das gibt es im Netz auch, ist mitgeschnitten worden, das vergessene Zentrum. Und da ging es mir um die Ich-Frage. Mhm. Und für mich kolossal wichtig, weil ich fand auch, dass Wilber die Ich-Frage nicht richtig behandelt, dass er da zu kurz denkt. Und können wir jetzt nicht behandeln. Mhm. Das wäre ein eigenes Thema. Die Frage des Ich, des menschlichen Ich, nicht im Sinne von ein enges Ego, sondern in der Ichhaftigkeit, die Selbstbezogenheit des Menschen im tiefsten Sinne. Denn das Ich-Zentrum ist ja nicht einfach auszuklammern oder einfach zu eliminieren. Also mir sind diese Sachen sehr vertraut, ich kenne sie gut, habe aber irgendwann auch mich mehr davon losgelöst und habe auch damals auf diesem Kongress 2004, kannst du dir ja mal angucken, das habe ich da ist der Workshop drauf, den ich gemacht habe, und auch der Vortrag ist drauf. Ich habe den gesehen, ich habe das Video gesehen. Dann kennst du das. Also habe ich versucht, da so ein bisschen andere Akzente zu setzen, was nicht so einfach war, aber immerhin kam es gut an. Die Leute, die sind ja mitgegangen, erstaunlich mitgegangen und war richtig auch dann wie ein Erfolg in Anführungszeichen, wenn man es so will, ja. Aber ich kann das verstehen. Aber ich glaube, dass ich würde das nicht mehr favorisieren. Ich glaube, dass da so eine Weiterentwicklung in diesem Sinne nicht möglich ist. Das glaube ich einfach nicht. Also du sprichst von der Weiterentwicklung jetzt mit Maschine und Mensch. Ja, auch was du da sagst. Mit der Komplexität. Materie, das Personale, Transpersonale, das Rationale, das Transrationale. Müssen durch alle Türen des Rationalen gegangen sein, alle Stufen erklommen haben, ehe man dann zum Spirituellen kommt. Das ist eine Grundfrage, da sind wir wieder, was ist das Spirituelle? Klar. Man hat es ja reflektiert, ist es eine Stufe oder ist es eine Grundfähigkeit, die durch alle Stufen durchgeht? Das ist ja alles bekannt, ne? Diese Sachen habe ich alle auch gründlich studiert und mich intensiv mit beschäftigt. Also, das ist auch eine Grundfähigkeit, aber da ist auch eine Vereinseitigung in der Sache drin, ein Schematismus, der für meine Begriffe da nicht weiterführt. Ich glaube, dass ich da, wie soll ich sagen, dass mein Ansatz da weiterführt, aber ich will da gar keine Polemik entfachen. Wilber hat gute Sachen gemacht und unglaublich wichtig auch
in den 80er, 90er Jahren auf jeden Fall, und auch mal in den frühen 20er, auf jeden Fall. Also ich will keine Polemik jetzt entfachen hier gegen darüber, aber liegt es mir gar nicht. Ne? Das habe ich auch damals übrigens nicht gemacht. Wenn ich keine Polemikus entfaltet. Was ich den spannenden Gedanken finde, lassen wir das ganze Schematismus mal weg, weil ich auch voll bei dir, klar, muss man immer auch, man darf die Landkarte nicht mit der Realität verwechseln. Ne? Also die Landkarte nicht mit dem Gelände verwechseln, das ist sehr wichtig. Not the territory. Ja, genau. Das ist unglaublich wichtig. Aber was ich eben was ich spannend finde, ist, wenn wir alles das mal vergessen und einfach mal schauen, okay, da gibt es eine Korrelation zwischen der Komplexität der Materie und der Komplexität unseres Innenraums, des Bewusstseins. Ja. Und wenn wir jetzt dann einfach mal weiterdenken und sagen, okay, Technologie und Mensch, zack, kommt zusammen, ja, wir haben Chip im Gehirn, dann könnte man ja sagen, okay, die Materie ist komplexer geworden. Das dann vielleicht auch einhergeht mit der Komplexität des Bewusstseins. Und dann sind wir wieder bei... Okay. Gut, das lasse ich mal einen Moment. Wie siehst du das, ich verstehe genau, was du damit sagen willst. Du sprichst von Innenraum. Ja, es gibt ja, dann muss ich kurz noch was sagen. Eigentlich ist unsere Zeit schon fast abgelaufen, aber ich kann es trotzdem sagen. Die Innenraum und Außenraum. Ich meine, ich stelle gerne die Frage, habt ihr auch gestellt in Seminaren und so weiter, ist der Raum innen oder außen? Mhm. Die meisten Menschen kommen ins Schwimmen, wenn man sie danach fragt. Wieso Innenraum, wieso außen? Ist es innen oder ist es außen? Ist der Raum innen oder außen? Gibt es einen Innenraum? Gibt es einen Außenraum? Diese Fragen sind ja auch diskutiert worden. Das ist ja auch, gibt es, also ich spreche ja gerne mit Giordano Bruno und auch Helmut Krause von der Weltseele. Die Weltseele sozusagen, die unendlich ist und die auch in sich schon bewusstseinserfüllt ist. Und der Raum selber ist schon atmendes Bewusstsein. Der Raum ist ja nicht tot. Und der Innenraum ist eigentlich der eigentliche Raum, wenn man so will. Ja? Ich habe ja auch in meinem Buch, glaube ich, Die Anderswelt, diese ganzen Fragen ventiliert. Auch ein gutes Buch, ja. Ja, habe ich ja auch ventiliert. Habe ich mich bemüht, diese ganzen Sachen auch philosophisch zu hinterfragen und auch in alle möglichen extremen Erfahrungen, die man machen kann, über Exerzitien oder über psychoaktive Substanzen und so weiter und so weiter. Habe ich ja versucht, das auch in Sprache zu bringen. Ne? Und das ist natürlich auch hochinteressant, wie weit der Mensch da eintauchen kann und wie ist es mit innen, außen überhaupt? Das habe ich auch mal in einem Essay hier ja auch mit der Zeit gefragt. Ne? Ist die Zeit innen oder außen? Das sind so extrem schwierige Fragen, auch meditative Fragen. Ne? Man kann sich ja auch fragen, innen oder außen, auch wenn du auch dann kannst du deinen Leib auch imaginativ und meditativ sozusagen, ohne dass du in den Spiegel guckst. Wie fühlst du das? Wie fühlst du die Hände? Wie fühlst du die Füße? Wie fühlst du eigentlich deine Leiblichkeit, ohne dass du dich im Spiegel betrachtest? Mhm. Was ist das eigentlich? Das sind ja auch interessante Dinge, nicht? Die auch der berühmte Hermann Schmitz, der Leibesphänomenologe, ja auch erforscht hat. Und da wird es auch interessant. Und was hat es dann mit dem Raum zu tun? Das auch. Wir leben ja eigentlich nicht in einem abstrakten, dreidimensionalen, ganz zu schweigen von höherdimensionalen Räumen, sondern wir leben ja in einem lebendigen Raum. Und dieser lebendige Raum, der ist eigentlich gar nicht dimensional in dem Sinne. Ich sage oft, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen eigenartig wirkt, es gibt eigentlich nur eine Dimension des Raums, das ist die Tiefe. Die Tiefe, die Tiefe, die Tiefe, die Tiefe, weiter, das ist die Tiefe. Mhm. Und diese Tiefe ist auch das Lebendige selber. Und das ist auch die Weltseele selber. Das Allbewusstsein kann man jetzt mal so sagen. Ne? Mhm. Finde ich einen ganz schönen Begriff eigentlich, obwohl ich den Begriff selten verwende. Aber ich finde ihn eigentlich ganz gut. Oder Weltseele, ja, gibt es ja verschiedene Begriffe. Ne? Das eine... Oder ein Bewusstsein, Weltseele, Geist, Gott. Man hat auch das Gefühl, ich glaube, das haben viele Menschen, dass sie doch als Einzelne in irgendeiner Form eingebettet sind in einen größeres Ganzes, was auch mit Raum zu tun hat und auch den Raum irgendwie öffnet. Also du kennst das, ich glaube, das kennen die meisten Menschen, dass es ja auch merkwürdige so Grenzerfahrungen gibt, plötzlich merkst du,
der Raum öffnet sich irgendwie, ja, und wird lebendig und du fühlst und siehst was ganz anderes und plötzlich begreifst du, wie die Dinge sind oder wie abgekapselt man normalerweise ist im Alltag und so. Und dass aber da immer die Tür, also diese geheime Tür, ich habe ja gesprochen von dieser Tür, man kann auch sagen, es gibt ja auch eine Tapetentür, was ich ja gerne auch in dem Buch Die Anderswelt gesagt habe, es gibt eine Tapetentür. Du sitzt im Raum, du hast übersehen, aber du weißt nicht, irgendwo ist da eine Tapetentür. Und wenn du die aufmachst, dann geht es weiter. Ne? Mhm. Das sind ja aber auch Sachen, die man nicht unbedingt systematisieren kann, sondern die Tapetentür öffnet sich manchmal und plötzlich bist du wie schockiert und überwältigt, überrumpelt. Oh, dann begreifst du es, ja? So, dann hat dir keiner gesagt und du hast keine dicke Bücher gelesen über die Stufen. Dann plötzlich ist eine Tür auf. Und wenn die Tür mal aufgemacht ist, das ist meine jahrzehntelange Erfahrung, bestimmte Türen in diesem geistig-spirituellen Sinne, wenn die mal geöffnet sind, sind sie nie wieder zu schließen. Ja, das stimmt. Wenn sie einmal geöffnet worden, sind sie nicht wieder zu schließen. Gibt kein Zurück mehr. Einmal aufgemacht, gibt kein Zurück. Du kannst nicht eine Stahlwand jetzt nachträglich noch einziehen, weil es dir vielleicht nicht so passt oder so. Nein, wenn du die Tür aufgemacht hast, dann gehst du durch. Wenn du die Liebe kennst, dann kennst du die Liebe, dann musst du nicht, kannst du nicht sagen, nee, das mache ich jetzt mal dicht. Ja? So geht es ja. Aber nicht. Nur als Beispiel oder auch mit anderen oder Musik oder wie auch immer. Bestimmte Erfahrungen, die sind grundlegender Natur. Nicht nur bei Kindern sowieso, aber auch grundlegender Natur. Es gibt bestimmte Türen, wenn die geöffnet sind, weißt du, das ist tatsächlich eine Seinsmöglichkeit, eine Bewusstseinsmöglichkeit. Und das hilft dir und das erfüllt dich auch. Und das macht dich lebendig. Sonst bist du ja halb tot. Ich denke manchmal, die Leute, die sind da, ja, manche hat man das Gefühl, das ist so leblos. So irgendwie so wie so marionettenhaft. Das ist stimmt. Traurig eigentlich zu sehen. Also, das finde ich schade, weil das verspielt ein Potenzial im Menschen. Das verspielt es. Das verhökert sozusagen das Potenzial. Das finde ich schade, wenn der Mensch sein eigenes Potenzial letztlich für ein Apfel und ein Ei verkauft oder verhökert. Und dann wird er leer. Da bleibt nichts mehr übrig. Was soll da noch übrig bleiben? Da bleibt ja nichts weiter. Das wäre jedenfalls meine Sache, meine Erfahrung dazu. Ja, gut, wir haben ja Leben, können noch viel, viel weiter, viel mehr darüber reden, ja? Also, ja, klar, ich sehe es. Wir können schon 5 Stunden noch weiter hier. Ohne weiteres. Wir können auch mühelos ein paar Stunden weiter reden und immer neue Aspekte dazu bringen. Was ich noch gerne machen würde, weil wir haben über dieses Innen-Außen noch gesprochen und ich finde, hier gibt es ein sehr schönes Zitat aus einem Buch, was ich gerne zitieren würde, aus deinem neuen Buch Kosmos, was eigentlich gut dazu passt, über das auch, was wir gesprochen haben. Das lautet, wir begreifen die Welt, das Universum, den Kosmos, nach Maßgabe unseres eigenen Bewusstseins. Dieses Bewusstsein wird vom Kosmos zurückgespiegelt, insofern gilt, was wir da draußen wahrnehmen, sind letztendlich wir selbst. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat. Danke, ja. Das habe ich gesagt und geschrieben. Und wenn ich es jetzt nochmal von dir so höre, dann würde ich sagen, ja, das würde ich unbedingt sagen, so ist es auch. Also das ist eine gute Maxime. Es ist gut, das immer wieder klar zu machen. Ne? Dieses alte persische Sprichwort, der Kosmos ist wie ein Spiegel. Ja, auch diese Widerspiegelung ist ja auch wieder innen, außen und Kosmos und Mensch und so weiter. Und auf jeden Fall, da geht es weiter. In der Richtung geht es weiter, lieber Patrick, würde ich sagen. Ja, es wird spannend, es bleibt spannend, Leben ist interessant. Was für ein crazy Trip, oder? Und vielleicht noch ganz kurz, kannst du mir die in 1, 2, 3 Sätzen noch beantworten, weil es ist eine Frage, die ich fast allen meinen Gästen stelle. Stell dir vor, Jochen, du fliegst auf den Mond, du guckst runter, du siehst unsere
Erde, die ja sehr fragil ist. Du siehst all die schönen Farben, das Blau der Ozeane, das Grün der Regenwälder, das Gelb der Wüsten. Und du siehst diese 7,8 Milliarden Menschen da drauf. Also du siehst die Menschheit als eine Spezies. Was glaubst du von da oben, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten? Was der Mensch am meisten braucht? Was braucht er jetzt aktuell gerade aus deiner Perspektive von da oben? Der Mensch braucht am meisten Erkenntnis seiner selbst, was er eigentlich ist. Der Mensch braucht die Erkenntnis seiner selbst. Und diese Erkenntnis seiner selbst hat auch zu tun mit der Einbettung in den Kosmos. Das heißt, er müsste verstehen, dass er kein isoliertes Wesen ist, dass er im Verbund, in Verbindung steht, dass er nie isoliert ist im Grunde genommen, auch wenn er sich isoliert fühlt, dass er verbunden ist und auch eine Allverbundenheit hat, haben könnte oder er könnte sich daran erinnern, dass es sowas gibt. Insofern auch ein Weckruf im Sinne von Erinnerung, das sage ich ja auch gerne, das weißt du ja, dass ich immer wieder auch gerne sage, benutze ich ja gerne das griechische Wort Anamnesis, dass der Mensch sich erinnern kann. Ich würde sagen Erinnerung an sein eigentliches Potenzial, das finde ich ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und darin ist viel eingeschlossen. Und natürlich ist da auch ganz elementare Dinge sind da eingeschlossen natürlich auch. Ganz praktische, elementare Dinge, die das Leben überhaupt möglich machen, ist ja klar. Ich rede ja nicht abgehoben. Dann ist ja immer auch, der Mensch braucht viel auch im Materiellen, um normal zu existieren. Du kannst nicht, wie Gandhi mal so schön sagt, wenn du zu Hungrigen über Gott redest, werden die das satt sein, als Gott begreifen. Das kannst du nicht machen. So geht es nicht, ne? Ja, also ganz kurz dazu. Wenn diese Erkenntnis da wäre, was glaubst du, wie würde die Welt in 50, 60, 70, 100 Jahren aussehen? Also was wäre vielleicht nicht mehr da? Was wäre noch da in der Welt? Wenn meine intuitive Wahrnehmung, meine Vermutung oder mein Glaube, von mir aus auch Wissen, ja, wenn das wirklich so ist, dass es eine Art Transformation gibt, und dass wir der nicht ausweichen können, dann stellen sich sowieso die Dinge ganz anders dar. Dann werden die Karten vollkommen neu gemischt. Und das können wir nicht, Patrick, das können wir nicht vorab abgreifen. Da gibt es eine magische Linie, die kann man nicht verdinglichen, in dem Sinne, dass ich ganz genau weiß, hier ist diese Linie und ich weiß genau, was dahinter ist. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, es gibt einen magischen Moment oder kann diesen magischen Moment geben, wo für den Einzelnen, aber auch für ein Kollektiv, wo etwas passiert, was erschütternd sich zeigt, was aber nicht vorher gewusst wird. Aber wenn es passiert ist, das ist meine These, dann haben die Menschen das Gefühl, dass sie es immer gewusst haben. Ja. Aber nicht vorauswissen. Ja, das macht total Sinn. Ja, richtig. Ja, das macht total Sinn. Ja, das macht total Sinn. Das ist meine Auffassung. Ne? Du kannst nicht sagen, das und das und ist es, das also verdinglicht abgreifen, aber wenn es passiert, ja, na klar, anders kann es gar nicht sein. Ich wusste es eigentlich immer. So. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Jochen, vielen, vielen herzlichen Dank. Für all die Leute, die jetzt mehr von dir wissen wollen, wo können die dich finden? Natürlich, klar, das Buch Kosmos kann ich auch wirklich empfehlen. Ich habe es mir nicht komplett durchgelesen, für das war die Zeit nicht da, aber ich habe reingelesen und da sind ein paar tolle Dinge drin. Wirklich, das ist nicht einfach zu lesen, aber wenn du sagst, hey, du möchtest deinen Denkhorizont ein bisschen erweitern, möchtest deine kognitive Intelligenzlinie, deine spirituelle Intelligenzlinie, also deine spirituelle Kapazität ein bisschen ausdehnen, sprengen, dann holt euch das Buch von Jochen. Kosmos heißt es, ich werde den Link... Ich werde den Link unten auch. Aber das kommt in diesen Tagen raus. Da hat sich man kann es vorbestellen. Sind da passiert, die das verzögert haben. Sollte eigentlich schon vor Wochen rauskommen. Aber es kommt jetzt in diesen Tagen raus. Ja, kann ich nur sagen, also mein Kanal, den gibt es ja.
und versuche ja immer wieder was zu machen. Und ich bin ja auch auf anderen Kanälen, nicht nur auf meinem eigenen Kanal, wie auch jetzt gerade bei dir. Und versuche ich immer wieder auch was zu machen. Und ich bin auch weiter am Schreiben und da kommt so eine Nachfolge und so weiter. Es gibt da schon, ich versuche, was ich kann, zu machen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und sozusagen die Botschaft in Anführungszeichen zu verbreiten, die ich, von der ich meine, dass sie wichtig ist, ohne dass ich hier irgendwie der Paukenschläger bin. Das mache ich auf keinen Fall. Es gibt ja Menschen, die sind die Pauken, wie Nietzsche so schön sagt, sind die Paukenschläger ihres eigenen Ideals. Nein, das nicht. Dann bin ich lieber still. Mhm. Der Paukenschläger meines Ideals sein. Dann halte ich lieber den Mund. Okay, genial. Vielen herzlichen Dank, Jochen. Ich wünsche dir auf deinem Weg viel Freude und weiterhin auch viel Erfolg mit deiner Arbeit. Und wir sind verbunden. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir.